Ich bin sehr gespannt, wie lange der Westen noch frei sein wird. Deutschland verändert sich, wie es sich Frau Göring-Eckardt vor Jahren erträumt hat, als sie beseelt anlässlich der großen Migrationswelle ausrief: Unser Land wird sich ändern. Ich kann ihre Stimme nicht ganz genau nachmachen. Und zwar drastisch. Und ich freue mich drauf, hat sie gerufen damals, weil sie nicht vorhergesehen hat, dass dieses neue Deutschland in erster Linie enger sein könnte, dumpfer, intoleranter, religiöser. Aber da sage ich lieber nichts zu, weil Religionskritik gilt heute auch als Rassismus.